Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Folge Blockload. Ich begrüße mit uns Mias, The Guten Tag. The Bender Verschnitt, dann Cocaine Gaming, The Ninja. Hallo. Ed Fischkopf, The Verrückte, Professor und ich. Yes. Rambo. Yes, yes. Rambo. Jetzt haben wir aber schon wieder noch einen Rambo. Und der hat schon eingeloggt. Oh, oh Mann, ey. Abgezockt. Willst du nicht was anderes nehmen? Obwohl zwei Rambos sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube auch, ja. Klar. Ja. Oder was kann der Dings hier, der Anthony Toretto? Tony Toretto ist halt so ein Defense-Typ, der kann halt die Türme hauptsächlich bauen, ne? Und die Bolt Gun, ist die jetzt gut oder schlecht? Die ist ganz gut. Wobei, mit Defense-Türmen? Also, okay. Ich muss sagen, ich habe ja nur gewisse Blöcke. Ich nehme mal Tony Toretto. Ja, ihr habt ja andere Blöcke als ich zur Auswahl. Fire Trap. Klassenspezifisch. Available Box. Ja. Und den nehme ich. Also diesen Schleim sehe ich als Gates. Ja, schwierig. Ich finde ihn auch schwierig. Also ich nehme jetzt, warte mal, ich nehme auf jeden Fall was zum Sprengen mit. Ich habe mir jetzt trotzdem genommen. Also ich habe trotzdem damit eingeloggt, aber ich wollte es einfach nur mal loswerden. Ach so. Und was wolltest du loswerden? Okay, warte mal. Du hast Spawner. Wer hat noch Spawner? Keiner. Ich nicht. Wir brauchen mehr Spawner. Tony Toretto hat noch hier, nee, abgezockt, genau. Der muss nur welche wählen. Dieser Andi, der von uns in der letzten Runde, also für die Zuschauer in der letzten Folge mitgespielt hat, der war gar nicht so schlecht. Ja, gut. Abgesehen von seinem Schleimgedöns da auf dem Boden. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich machen soll, Leute. Okay, ich hab ja. Kann ich schon Skin wählen? Nee. Ich würde auch gerne. Na, Minjas, dann bist du halt der Spawn-Punkt-Beauftragte. Ich nehme noch eine Munitionskiste mit. Ich werde vorne an der Front, werde ich uns so ein bisschen supporten. Ich habe Munitions- quasi. Und Heilkisten. Munition, bei. Heilung, ja, sehr gut, sehr gut. Läuft. Live, das läuft. Was ist denn, ne? Oh, die Map kenne ich gar nicht. Eine Klebepistole, was kann ich damit machen? Oh Gott. Doch, das ist doch die wir in der Übung schon mal gespielt haben. Okay, also wieder, also diesmal im Gegensatz zu den ersten beiden Folgen gibt es nicht nur einen Chor, sondern es gibt einen Hauptchor und zwei so eine Generatoren davor. Und wir gehen jetzt zu dem Äußersten, also der am nächsten dran ist zu den Feinden. Also Minjas, da kannst du auch schon den ersten Spawnpoint gleich setzen. Ja, damit wir nicht den ganzen Weg rennen müssen, ja. Ja, weil dieser Weg, den wir jetzt hier gerade laufen. Cocaine, was hast du dafür? Kann leichter sein. Kann leichter sein. Sache in der Hand. Wieso? So, Jack? Ja. Turm-Geschichte. Oh shit! Ups. Aber wo soll ich den reinsetzen, den Spawner? Der sollte ja so sein, dass er nicht gleich. Nee, den Spawner, ich würde vorschlagen, den baust du hier links irgendwo am Rand. Guck mal, hier irgendwo. Weißt du? Hier gibt's auch keine Kante, ne? Ich könnte aber eine Kante fräsen. Du kannst so eine fräsen oder bauen. Das kannst du dir aussuchen. Ich baue hier schon mal. Aber es müsste ja auch einer sein, der. Guck mal, Cocaine, das Ding ist. Obwohl, nee, alles gut. Das Ding ist. Ne, ich dachte, es wäre nicht so gut, an der Seite so ein Loch zu machen, aber da ist ja. Von unten können die ja eh nicht rankommen. Insofern alles gut. Könntest du lieber. Ja. Könntest du hier einen Turm noch hier drin bauen? Dann machen wir so einen Kuckschlitz wie die. Guck mal das, hier, weißt du? Mein Turm ist voll cool. Ein Kuckschlitz, ja. Hast du was dagegen gegen das Wort Kuckschlitz? Thomas Kuckschlitz. Und wieder Werbung. Minjas und Werbung ist einfach. Ja, aber nur weil ich von Thomas Cook, einem fantastischen Reiseanbieter, Geld kriege, muss ich das doch nicht lange nicht. Was soll ich machen? Also ein Turret hier drin bauen. In welche Richtung? Aber pass mal auf. Mach hier, den mal okay? Hier irgendwo hin. Und dann machen wir noch ein Loch in die Mauer quasi, damit er auch rausschießen kann. Ah, geil. Weißt du? Dann setze ich den hier hin, halt. Ja. Aber hier kann ich nicht. Und dann lassen wir, pass mal auf, dann machen wir das so. Und so. Dann kann man aber auch rinschießen, das ist ganz wichtig, ne? Ja, aber du kannst ja, mit den normalen Schüssen kannst du den Chor ja kaum verletzen. Nee, reinschießen im Sinne von. Naja, aber dann müssen den, sie den erst Turret mal kaputt machen. Aua, oh nein. Oh nein. Cocaine. Okay, sorry, ich musste mich jetzt hier rausbauen. Oh, fast zu weit. Also Cocaine nochmal für meine Zuschauer. Cocaine baut hier einfach ein Loch, macht da Spikes rein und da drüber packt er falsche Blocks, Blöcke und dann fallen da die Gegner rein. So was ist ich, es. Cocaine, findest du nicht, dass du es noch einen tiefer hättest bauen sollen, dass sie da nicht direkt wieder rausspringen können? Jetzt, wo du sagst, ja, vielleicht finde ich das. Sollte ich das? Ich glaube, das ist dann noch effektiver, weißt du? Gut, dann lassen wir das so und auf der Seite hier mache ich
Richtig tief. Ah, das finde ich sehr gut, Cocaine. Das ist ein sehr, sehr guter Plan, da an der Seite so eine Sache zu machen. Wie viele Blöcke habe ich hier noch? 108. Soll ich hier vielleicht noch einen zweiten Turret drin bauen? Sehr gerne. Aber je Turret, den du baust, wird's teurer, ne? Das musst du nur beachten. Ja, okay. Was ja an sich jetzt kein Problem ist. Baue einfach noch ein bisschen was ab. Also ist auf jeden Fall so, dass ich mit der Baumaschine echt gut abbaue. Warte mal, ich baue mal drin eine Heilkiste. Warte mal, wo baue ich die denn hin? An den Turret. Und sollten wir die anderen nicht auch halt abgezockt in die Felsen? Was will der denn? Was ist mit Jas? Ob wir die anderen Cores nicht auch absichern sollten? Naja, das könnten wir schon mal machen. Aber wir können das ja auch so im Laufe des Spiels machen. Das ist theoretisch auch möglich, ne? Ah, Cocaine, was machst du hier? Ein Loch. Okay, cool. Ein Loch. Ich baue nochmal eine zweite Decke drauf. Sag mal, fallen Sachen eigentlich runter, wenn man was? Ja, doch, hat man ausprobiert. Übrigens tut meine linke Hand hart weh, weil ich ja Binding of Isaac mit Tastatur spiele. Ich habe letztens super lange gespielt. Aber Fischkopf, wieso spielst du denn mit Tastatur? Leg dir doch ein Joypad zu. Ja, weil ich das viel besser kann. Ein Joypad. Menstro Jack. Genau, das hatten wir heute. Ja. Einmal im Monat für eine Woche. Wer wissen möchte, was Menstro Jack ist, der muss sich die Crew. Du musst hier rausgehen, sonst wird das nichts mit dem Loch. Okay, Leute, also hier, dieses Ding hier ist schon ziemlich gut abgesichert. Aber wenn sie da jetzt zum Beispiel ein Dynamit gut setzen, dann ist hier auch kacke Arsch. Möchte jemand schon die Kurs davor irgendwie sichern? Soll ich Kannst das mal du. Was ist denn? Abgezogen muss hier raus. Wo raus denn? Aus meinem Loch, sonst. Ja, sonst kommt Menstro Jack. Sonst kommt Menstro Jack nicht hinterher. Menstro Jack! Stopp dein Loch! Mann, das ist aber echt schwierig. Okay, eine Minute, Leute. Okay, also Leute, ganz kurz für eure Information. Drin, neben dem Turret, ist ein Heilkasten. Und ich baue noch einen hier draußen hinter dem Chor quasi. Und da baue ich eine Mauer davor. Damit der Feind die nicht direkt sieht. Jack? Ja? Ah ne, war schon gut. Ich dachte, du bist das. Nein. Okay. Ich würde es euch gerne zeigen, aber ihr werdet das schon sehen, oder? Definitiv. Oder ihr könnt kurz mitkommen, wenn ihr wollt. Nein. Ich habe viel zu tun. Ich meine, es ist ja alles Teamwork hier. Es muss viel zu tun. Viel zu tun. Okay. Dann, wir könnten eine Brücke bauen, Leute. Eine Brücke wäre sowieso eine richtig geile Idee. 10 Sekunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, geht los. Ja, los geht's. Ich fange jetzt an, eine Brücke zu bauen. Ja. Jo. Oh mein Gott, die werden mich gleich sehen und dann werden sie mich hier runterschießen. Haben wir schon Sprungpads? Wenn ich dich jetzt falsch gestellt habe, tut's mir leid. Was war das denn? Was war das denn? Was? Ja. Das, ich hab's gerade. Was hat er gemacht? Wir greifen an oh jetzt. Oh mein Gott, das bei mir ist Ninja. Bei mir ist Ninja. Ich hab ihn. Greif da direkt an. Oh, ich muss zurück. Also sie haben meinen Brückenplan durchschaut. Ach Quatsch. Ja, ja. Wie geht denn das? Haben wir eigentlich Radar? Ja. Ihr seid ja schon drüben, Leute. Ich mach hier gerade. Ich hab da ein Sprungpad gebaut. Sehr gut. Dann baue ich jetzt. Könnt ihr sie ablenken, damit ich meine Brücke weiterbauen kann? Na klar. Ah, da steht ein Turret, das ist ein Problem. Okay. Alter, jetzt habe ich die Mörder-Taktik. Oh, ich habe sogar noch 120 Blöcke. Das ist sehr, sehr angenehm. Dann baue ich hier noch einen Heilkasten hin. Oh, Leute! Wie läuft's bei euch? Ich habe einen unterirdischen Gang gebaut. Haben wir irgendwo Spawnpoints schon gemacht? Leider nicht. Warte, der läuft doch, Alter. Haha! Was ist denn das? Ninja? Oh shit, ja. Der holt mich gleich. Kann man auch Cores, die weiter hinten liegen, erst zerstören? Nee, du kannst nur erstmal den vordersten zerstören. Okay, dann bringt das, was ich hier mache, nicht viel.
Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab den gegnerischen Ninja bei uns kaputt gemacht. Aber ich glaube, hat er hier ein Loch gemacht? Weiß es nicht genau. Ich baue einen Spawnpunkt beim Gegner drüben. Sehr gut. Boah. Hat er dich gerade geholt? Er hat mich gerade geholt. Ja, ich wollte den gerade holen, aber ich hab da so eine, da wo er rauskam, halt so eine, einen Tunnel gebaut. Was ist denn mit meinen Turrets? Die stehen da oben echt blöd, scheinbar. Supply Drop! Minias, der ist tot schon. Ich muss da nochmal drauf schießen, so sieht er halt. Ach so. Kommen wir Minias, wieder rein? Siehst du eigentlich im O? Ey, sag mal, das ist ein Spawnpoint, ich hab nur nicht gewählt. Seht ihr den Supply Block? Supply Drop. Oh, fein. Ich helfe dir. Sehr gut! Danke. Oh, was ein geiler Jump! Alter, wer hat denn das gemacht? Das ist ja super cool. Oh shit. Okay, alles wie klar. Wie nehme ich denn den Supply Block auf? Muss ich den abbauen oder? Nein! Entschuldigung, was hast du gesagt? Den Supply Block muss ich ihn abbauen oder wie nehme ich den auf oder? Einfach nur durchlaufen, soweit ich weiß. Hehehehe. Was war das denn? Das war ich. Tut mir leid. Okay, aber noch ist alles gut, oder nicht? Ja, ich mache nur den Core jetzt kaputt. Ach, jetzt habe ich nicht den Spawner benutzt. Aber man kann nicht zerschießen. Was meinst du? Da schießt jemand auf uns. Nee, das war das Geschütz. Oh, sehr gut, okay. Oh, Mist. Nee, aber musst du den nicht direkt dahinter bauen? Ja, habe ich bemerkt. Haben wir hier einen Spawnpunkt? Ja, also mal, ich was dachte, ich Unterstützung von euch am Cube. Aber ja, wo bist du denn? An deren Cube? Oder an unserem Cube? Ja, natürlich. Am Generator, warte mal. Ich bin hier dieser Ninja-Scheiße. Der ist doch schon über Level 10. Ich hab voll die falsche Waffe, ich kann damit nicht um. Digga. Ich finde die ganz gut. Ja, die hat so... Ach, ich hab den Spawnpunkt nicht ausgewählt, ich Profi. Was macht denn Abgezockter? Da sind gerade zwei zu uns durchgelaufen, ne? Ich will's ja nur gesagt haben. Ich hab schon wieder den Spawn von mich ausgewählt. Meine Fresse. Geil, wer hat denn... Ach, ihr seid so clever. Ich baue die Brücke weiter, weil ich sie cool finde. Wo sind sie denn? Was ist hier mit dem Radar? Also zwei sind bei uns, von uns aus gesehen, rechts durchgelaufen. Den haben wir fast! Minias, den haben wir fast! Yes! Ich hab ihn. Ich hole mir mal die Energie kurz. Ich brauch Leben. Oh. Mist. Wieso konnte er mich treffen? Komisch. Mein Spawner ist noch da, den hat er nicht geholt. Aber ich mach uns hier mal auf, oder? Nein? Na gut. Jack, hinter dir. Meine Brücke ist gleich fertig. Oh mein Gott. Hier oben sitzt er. Meine Brücke ist fertig. Oh, schöner Treffer, Minias. Oh mein Gott. Na, oh fuck, ich bin in Falle. Unser Cube ist unter Attack, oder deren? Oh, ich hab schon wieder den Spawnpunkt. Das ist doch kacke mit dem Spawnpunkt. Du hast ihn. Ah, oh, geil. Ich steh drauf. Okay, Leute, ich mach jetzt hier eine Bombe rein. Ach shit, da fehlen mir aber Punkte für. Das war blöd. Einbauen, oder? Ich baue den jetzt ein. Ey, die haben hier einen Spawnpunkt irgendwo. An unserem Cube ist gerade einer gewesen, ne? Ist jemand bei uns? Abgezockt ist bei mir, ich baue uns ein. Achso, das kann mir keiner hören, weil Abgezockt hört uns ja nicht. Hallo Abgezockt. Richtig. Abonnent Fischkopf, größter Fan. Big Friend. Ich bin an deren Cube. Geh weg. Ich bin an deren Cube. Ich mach ihn kaputt. Komm raus. Pass auf, Fischkopf. Geh da weg. Ja, nein, ich baue mich ein. Ja. Hey, wieso ist mein Turret weg? Den hat jemand kaputt gemacht. Ich mach ihn wieder kaputt. Oh, was zum Heilen. Okay, ich baue hier einen Heilcube. Oh, ich bin tot. Ah, shit. So, da kommen sie jetzt zu zweit. Kann ich da eigentlich einen Turret drüben hinsetzen einfach? Ich muss weglaufen. Jetzt will ich einen Spawnpunkt. Siehst du den Spawnpunkt? Ich habe einen Spawnpunkt gesetzt beim Gegner. Unter der Basis. Ich sehe ihn nicht, aber ich hier ist auch ziemlich viel Wirrwarr. Siehst du ihn oberes Drittel rechts mittig. Jetzt wo der rote Mann mit dem Schnurrbart ist. Ich persönlich, ich lebe ja doch. Na gut. Ihr, abgezockt, mach dich mal fort. Alter, steht ihr im Weg. Oh nein! Ah. Unser Cube ist under Attack. Aber mir fehlt immer noch Kohle hier, sehe ich gerade. Yes. Jetzt. Super. Ja.
Jetzt haben wir hier Spawnpunkt. Direkt, wo hast du ihn gesetzt? Unter der Base von denen? Ja, rechts. Und, hier? Ist ihr das? Werde ich beschossen? Das sagt dir deine Health-Anzeige. Ich helfe euch jetzt hier. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bam! Okay. Lass uns gleich weiter rennen. Neun Spawnpoint. Ja, ja, mach ich, setz ich. Oh, Sniper aus! Hilfe! Rück F, zu spät. Oh, ja, ich hab Mausi geholt. Oh. Hier ist noch Energie, hier ist noch Energie. Wer ist bei mir? Jack Fleischer, dreh dich um, hier ist Energie. Ich mach mir gleich Jack, dreh dich um, hier ist Energie. Jack, dreh dich um. Ich will, ach Gott, ich nehme die Energie. Okay. Oh, cool. Ich setze einen Spawnpunkt, ja? Ah, ich werde beschossen. Nein, ich. Geh weiter, Digga. Jetzt habe ich wieder keinen Spawnpunkt genutzt. Moment. Bau dich Rinder jetzt. Oh, geil. Hoch oder einfach nur geradeaus erstmal? Nein. Erstmal nur. Gut gemacht, die Jump Pads. Sehr gut. Und jetzt machen wir einen Seitengang und ich setze einen Spawnpunkt. Du machst weiter, du baust weiter. Oh. Oh, durch diese Springen sind wir schon richtig schön. Oh, wir sind so mobil. Ach du heiliger Bimbam. Scheibengläser. Ich kann dir ja nicht sagen, ob wir jetzt richtig sind oder Bombung falsch. Sitzt. Geht mal Minigun. Otherwise, I kill you. Wow, da ist so ein Ding, so ein Turret-Ding. Ich hab den Sniper getötet. Ich hab's fast kaputt gehabt. Ich baue uns hier unten noch einen extra Gang. Heilungsmechanismus. Also ich spawn jetzt unten. Ich spawn jetzt in dem oberen Gang, wo wir eben waren. Siehst du das? Jack Fleischer ist da gespawnt. Sehr geil. Keine der Ahnung. Der war gar nicht tot. Ach so. Aber ist kein Problem. Cocaine? Gibst du dich da gerade? Bin da. Durch den. Ja. Okay. Holzen? Ja, ein Triple Head mach ich jetzt mal weg. So. Haben wir irgendwo eine Munitionskiste? Haben wir eigentlich noch beide Turrets? Quatsch, Türme? Ja, haben wir. So, den Turm habe ich. Geil. Alter, wie er wegholt das Ding. Komm raus. Ich muss mich heilen. Komm runter. Ja, ich komme. Unten rechts. Rechts, andere Seite. Zurück. Okay. Zurück. Okay. Links. Unten an der Treppe ist eine Heilkiste, falls du brauchst. Danke. Und ich baue auch noch eine Munitionskiste, die du jetzt natürlich nicht brauchst. Doch, brauche ich für meine Ninja-Sterne. Okay, hier, direkt neben der Heilkiste. Zack. Das Ding ist im Arsch, würde ich sagen. Ich noch eine Bombe hier. Achtung! Hier, komm, Tresen. Bau uns hier einen Sicherheits. Bau was. Genau, ich schieße. Ninja. Oh nee, fast. Ninja ist da durch die Ding durch. Um die Ecke ist er. Heilkiste steht. Ninja ist, falls du dich. Durch die Ding durch vor allen Dingen. Ey, die sind bei uns? Ist egal. Macht weiter hier. Nicht schießen. Schießen hilft nichts. Achso, der hört uns ja nicht. Ja, der hört uns nicht. Ich fräse. Ja, wir fräsen alle. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Aber die haben uns gleich, die machen uns auch kaputt. Die sind auch schon mal so groß beim Ersten. Ja, das sehe ich, aber die haben ein Problem, weil die sind also beim Ersten. Okay. Einfach weiterlaufen, Jungs. Okay. Oh, hä? Wir haben hier zwei von denen, ich spawn mal bei uns. Und mach die kaputt, die bei uns sind. Ah, unser erster Typ ist schon kaputt. Wir müssen den zweiten sichern. Jack? Ja? Für dich wäre jetzt, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt zu uns. Weiß ich nicht. Was denn? Na, bei uns so ein bisschen sichern noch. Ich? Mit den Towern und so, weißt du? Na gut, ich geh zurück. Nee, musst du nicht. Ich geh zurück, macht schon Sinn, hast schon recht. Sind die schon am zweiten? Ich glaube noch nicht. Komm nicht weiter rein. Wie komme ich denn hier rein in die Hütte? Wie komme ich an den Cube von denen? Auf der Seite, ich habe was frei gebaut. Okay, komm mal. What the fuck, scheiße. Ey, ist da einer? Spawn ich denn nicht? Die sind da zu zweit und haben Fallen drumrum. Respawn Point blockt, jetzt sehe ich's erst. Ach, scheiße. Okay, ich komme. Dieses zweite Sprungding von dir ist weg. Zubauen. Okay. Zubauen. Obwohl, komm, wir machen das Ding kaputt. Ja, selbstverständlich. Aha. Krima.
Verteidigt ihr drüben? Ich verteidige gerade, ich töte gerade jemanden. Oh, scheiße. Bam! Wo ist hier jemand? Oben. Also, ich hab mich ein bisschen verlaufen. wo geht's jetzt hier rein? Hab ihn. Ich bin auch ein bisschen verwirrt gerade. Gott. Die sind hier bei uns, ne? Ja, aber wie komm ich da jetzt hin? Oh, Mann. Oh, shit. Okay, Heilkiste. Oh, oh. Können die eigentlich ihren Cube heilen oder können wir? Nee. Cocaine, genau. Richtig, sehr gut. Jawoll. Ich bin zwar noch gekillt worden. Cube geholt, geil. Ja, ja. Ich bin jetzt gerade bei unserem letzten angekommen. Aber war nichts los. Ich find's cool, auch mit größeren Maps, dass man da so verschiedene Sachen machen kann. Jo. Es gibt noch eine, die ist ein bisschen verwinkelter und da kann man ein bisschen besser arbeiten, auch mit so Tunneln und so weiter. Da würde ich mich freuen, wenn wir die auch nochmal spielen können irgendwann. Wo probieren wir bestimmt noch aus. Also. Das macht Laune hier. Oma, völlig krass, ja. Ja, vielleicht nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, ich wünsche euch mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, war schön. Ich vergesse immer, dass ich angesagt habe und deswegen spreche ich euch dazwischen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Danke, Leute. Und jetzt abschalten.